Die große Bühne ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Doch Tanzen ist viel mehr als das. Mein Kollege Tuigo hat sich während seines Praktikums hier bei Schnappfisch mit dem Tanzlehrer Bo getroffen. Dieser hat uns erzählt, wie Tanzen Ausdruck von Gefühlen oder auch einfach nur pure Entspannung sein kann. Backspins, Six-Steps, Windmills und coole weitere Moves. Das kann alles Bo. Er ist 35 Jahre alt und er unterrichtet Breakdance an der Tanzschule Tanzkunst. Ich komme aus Bulgarien. Ich habe da 4 Jahre in einem Ballettinternat getanzt. Und genau, da war ich auf mehr oder weniger ja, viele Bühnen in Bulgarien habe ich getanzt. Und ja, meine Mama war Ballettlehrerin und Balletttänzerin damals. Und genau, sie hat in mich das aufgeweckt sozusagen und sie hat natürlich gesagt, Ballett ist ABC von Tanz, dann muss man sozusagen durch ABC kommen, um dann auf den anderen Tanz zu kommen. Ich habe mit meinem Ballett sozusagen Bühnenkarriere kurz aufgehört und wegen einer Fußverletzung und dann musste ich sozusagen was anderes machen und auch wieder wollte ich mit Tanz was anfangen und das war sozusagen für mich sehr, sehr wichtig, dass ich damit einfach nicht aufhöre mit Tanzen, einfach weiterzumachen. Ich wollte immer einen Background-Dancer von Michael Jackson sein. Breakdance habe ich eigentlich nicht so lange habe ich damit mit Breakdance was zu tun, sondern ich habe erstmal mit Hip-Hop ein bisschen angefangen. So, damals war MTV Dance und genau, dann ist sozusagen, habe ich vielleicht 5 Jahre Breakdance gemacht, bevor ich wirklich zum Unterrichten gegangen bin. Mein Ziel beim Tanzen ist natürlich, einen Move so gut wie möglich das professionell zu gestalten, sodass es richtig schön aussieht. Und natürlich, ich bin kein Tanztänzer mehr, sondern mehr Lehrer. Und mein Ziel ist eigentlich, dass die Kinder einfach oder die Schülerinnen und Schüler besser mit Bewegungen umgehen. Wenn man an sich glaubt, auf jeden Fall. Dann steht man gut auf die Bühne oder in Tanzfläche, wenn das Publikum das gefällt. Das inspiriert mich und andere anzuschauen, wie zum Beispiel so coole, schwierige Moves machen. Das inspiriert mich auch, meine eigenen Moves zu kreieren. Breakdance ist entstanden durch die afrikanische, russische und überhaupt alle Folklore, die zusammengekommen sind. Und das war sozusagen die Musik plus Bewegungen. Also man hat gebettet, um dass man nicht sozusagen ja, andere Art und Weise seine Probleme entscheidet. Tanzen bedeutet Leben und sozusagen Gefühle, die ohne Worte, die nicht in Worte, man kann die nicht in Worte zusammen hinfügen, sondern man packt es einfach von der Seele raus. Dann wünschen wir Bo noch eine gute und erfolgreiche Zukunft als Tanzlehrer.